Hallihallo und herzlich willkommen zum neuen Let's Play zum Terraria Endmod. Ja, dieser Mod bietet uns sehr viele neue Ideen. Zum Beispiel kann der Charakter jetzt leveln, staten, skillen, und der Schwierigkeitsgrad wurde am Anfang leicht erhöht, dann normal erhöht, also ja, eigentlich gut erhöht, und dann extrem erhöht. Also wir werden viel Probleme bekommen später mal. Wir werden das durchbeißen, ich will das Spiel durchspielen. Mal schauen, ob wir es schaffen. Und wenn ihr mehr Glück habt, mehr Skill habt oder so, da dürft ihr gerne Videos als Beweis schicken oder mir Tipps und Tricks geben. Und ja, wir erstellen uns einen neuen Charakter. Wir haben hier sehr viele Auswahl, also eine sehr große Auswahl von Klassen, die es im Endmod gibt, aber im normalen Spiel nicht. Und wir wollen uns zuerst einmal einen Krieger machen, weil die einfach am meisten aushalten und dadurch auch am besten ja, leveln und Monster besiegen können und so weiter. Wir nehmen einen Titan. Ist das eine gute Idee? Ich weiß jetzt nicht, was die Nachteile von Titan sind. Aber sie sind ein bisschen langsam, dafür sehr stark. Und nehmen hier irgendwelche dunkle Haare. So. Dann die Augen. Ja, die lassen wir schwarz. Das Kinn, den machen wir anders. Den machen wir normal. Aber was ist da nicht normal? Müssen wir fast noch mehr orange machen. Ja, so. Sieht ein bisschen gelblich-orange aus als Haut, aber ja, schon gut. Das ist nicht so gut. So. Pants lassen wir so. Schuhe auch. Und Create. Ah, die Flügel noch, genau. Clothes. Skin? Nein. Wo kann man die Flügel wechseln? Clothes, Undershirt, Pants. Undershirt. Ja, die machen wir rot. So, aber nicht ganz so. So. Also, dann machen wir Create. Drago Basler. So. Und machen uns eine neue Welt. Hier können wir auswählen. Vulcan Underground, Vulcan Cave, Arcade und eben normal. Ich weiß nicht, was der Unterschied ist. Aber wir benutzen mal Cave. Underground brauchen wir momentan noch nicht. Ja, nehmen wir Cave und eine Large Welt, damit wir uns so eine Lagerwelt machen können. Ja, Lagerwelt. So. Und dann gehen wir in-game. Gehen wir hinein ins Spiel. Ihr werdet schon dann ein paar Neuerungen sehen. Am Anfang levelt man noch nicht so. Man muss zuerst Quests machen. Die bekommen wir vom vom Guide und der und noch andere NPCs, wenn man sie einstellt, also wenn sie kommen. So geht halt einige. Ah, so ein bisschen. Das ist eine große Welt. Aber ich kann es ja mal schon überspringen. Moment kurz. So, wir haben sie erstellt. Ging recht lange. So neue Sachen sind noch dazu gekommen beim Laden. Jetzt sollte es eigentlich hier schneller gehen. Ja, die Frames noch suchen.
So, und jetzt sind wir drin. Okay. Und schon eine Truhe haben wir hier unten. Wir brauchen Holz als erstes. So, der nächste Baum. Wir könnten das Haus eigentlich dann direkt hier drauf machen. Und dann, naja, ein bisschen weg vom Spawn wäre schon gut. Vielleicht da drüben. Das größte Problem, wenn man so baut auf einer kleinen Insel so, ist, wenn man Invasion hat, dann kann man die Gegner nicht erreichen. Und wenn es Magier unten hat, die durch Gegenstände schießen können, dann ist man ein bisschen am Arsch. Wir haben 3 Truhen dort unten. Sehe ich das richtig? Also ja, mal einen Superstar. Wir gehen einfach irgendwo ein bisschen, wo es flacher ist, hin. Und machen dort uns ein Haus. So, hier hat es noch Kupfer. Das rötliche ist das Kupfer. Und hier unten auch. So. Okay, dann haben wir hier ein Strong Speer, sehr schön, Shine Potion, das können wir dann gebrauchen, wenn wir in eine Höhle gehen, brauchen wir nicht so viel Fackeln. So, und hier haben wir ein Hard Aglet, uns schneller macht, ein paar Leadbarren, also Blei ist das, und ja, ist das Gegensatz zu Eisen, glaube ich. Es gibt immer Hauptrohstoffe und Nebenrohstoffe bis zu Gold, und dann kommen dann die neuen Hardmode Sachen. Aber zuerst kommen noch die Corrupted und Crimson Bahn und die Metritenbahn. Ich habe manchmal ein paar Steuerungsprobleme, habe ich gerade gemerkt, als ich auf die 1 gewechselt habe, aber es blieb auf der 4. Also es hat irgendwie nicht so gewechselt. Gar nicht eigentlich. Ja, wenn man hier ein bisschen wegmacht, können wir schon gut hier einen großen Platz haben. Aber hier geht es wieder hoch, das ist nicht so gut. Ja, ich sehe jetzt, die Gegner haben viel mehr Life. Da müssen wir vorsichtig sein. Ups, geht nicht. Wir sind keine Fuchsmenschen, die nehme ich am liebsten. Die können weiter springen, dann habe ich mich da verschätzt. Wir haben noch keine Fackeln. Ja, geh du, hau ab. So, schön. Kupfer, Erz. Das
Sehr gut. Das ist unser erstes Erz, das wir so finden. Das häufigste. Fahren wir an der Oberfläche, ist es häufig. So, dele. Ah, hier ist ein Ausgang. Noch eine Truhe. Nochmals ein Eaglet mit 1% Damage. Das ist doch viel besser. So. Das ist Stein. Die Pilze sind unsere Heilung am Anfang. Da oben ist ein bisschen Kupfer, das nehmen wir aber nicht. Das ist zu weit innen im Berg drinnen. Und hier ist alles ein bisschen zerklüftet. Der hat sich geheilt, dieser Schlingel. Könnt so wie absaugen als neue Fähigkeit. Es sind immer noch die schlechtesten Gegner. Noch mehr Kupfer, gut. Hier unten auch. Also irgendwie hat die Welt ein bisschen... Ja. Ist ein bisschen hügelig. Und hier ist auch schon eine Sackgasse. Ich sollte noch in eine Höhle gehen, bevor die Scheinpotion ausgeht. Damit wir ja ein bisschen Licht haben. Können wir nicht sehen, also wir haben dann Fackeln. Aber, ah, hier unten sind sie. Wir haben Fackeln, welch Wunder. Hui. Hier noch mehr. Lied. Nice. Es gibt ja mal schon eine schöne Rüstung. So viel Kupfer und Lead. Wow. So, Dele. Dirt benutzen, um hier hochzukommen. So, Dele. Ja, mir macht der Mod sehr viel Spaß. Wäre aber ein bisschen leichter. Wäre dann nicht so frustrierend. Aber ja, und man ist auch schnell eigentlich zu gut für die Gegner. Also so richtiges Balancing ist leider noch nicht da. Und ich hoffe, es wird bald weiterentwickelt. Es kommt bald ein Update wieder raus. Wäre schon gut. Aber eben, ich möchte auch ein paar Challenges haben. Und wir schaffen, irgendwie schaffen wir den Mod schon. Auch wenn wir dann noch cheaten müssen oder sonst irgendwas. Wenn wir überhaupt cheaten können. Ach, das ist das Blödste, wenn man im Wasser feststeckt. So, denn. Aber eben, wenn wir alles richtig machen und schön gut farmen und so, wenn wir auch das schaffen. Wir müssen halt uns eher ein bisschen defensiv skillen. Sonst haben wir wirklich gar keine Chance gegen Bosse. Denen juckt es nicht, wenn wir viel Damage machen und dafür nichts aushalten. Und das werden wir schmerzlich zu spüren bekommen. Die Bosse sind richtig fett stark. Und ja. Hier höre ich so ein Geräusch, das nach einem Herzteil sich anhört. Das ist ja mal wunderbar. Die brauchen wir dringend. Die sind sehr viel wichtiger als im Hauptspiel. Und wir sehen nichts mehr. So. Oh, wir trinken, wenn wir nichts unternehmen. So.
nichts mehr platzieren. Hier sind Spinnnetze, die kann man für ein Bett benutzen, für Seide und ein Bett. Da haben wir schon ein Seidenbett. Ist das nicht cool? Komm mal. Das ist irgendwo ein Wurm. Da unten. Oh, die sind stark. Oh, Tungsten, das ist das drittbeste Erz. Die dritte Stufe von den Erzen. Das Pendant ist das Silber. Und hier haben wir also richtig viel. Es gibt auch neue Items, aber die sind sehr, sehr selten. Und sind meistens noch nicht beschriftet. Ich muss dann also nachschauen, was die Items machen, wenn wir welche finden. Bleib mir fern, bitte. Ah, jetzt muss ich natürlich... Ah, ja. Okay. Ja, sie sind leicht, schwer zum Treffen. Mit einem so kleinen Speerchen. So. Da unten ist Kupfer. Ja, das Lied nehmen wir nicht mit. Ja, das ist wahrscheinlich Nacht. Das ist auch nicht gut, wenn wir hochkommen. Darm. Ein lila Slime, ein Slime rot und blau zusammen. Ja, wo haben wir denn da? Da oben ist auch Kupfer. Da leuchtet ein Blinkwurz. Eine Leuchtwurzel. Hm, kommen wir aber auch nicht gut ran. Oh, die sind sehr... Oh, und das Damage machen sie auch. Wow. Aufpassen. Puh. Jetzt etwas essen. Ja, dann halt etwas trinken, ist doch besser. So, und hier haben wir wieder Tungsten. Tungsten ist, weiß nicht, Wolfram oder so etwas. Also nichts Bekanntes. Das wurde in der deutschen Version auch nicht geändert. Der Name, der ist einfach Tungsten dort. So, jetzt haben wir hier überall Wasser. Können kurz mal hier runter. Und das ist auch Tungsten. Es ist noch mehr dort unten. Okay. Da brauchen wir zuerst Flossen. Gehen wir lieber hier runter. Graben uns weiter runter. Und hier sind überall Zombies zu hören. Ja, jetzt werden die Gegner halt stärker, weil wir weiter unten sind und ja. Das ist ein größeres Überlebensproblem. Ja, überall ist Wasser.
Ich logge mich kurz in die Welt neu ein, damit wir auch wieder am Spawn sind. Bis gleich. So, Dele. Und der Guide ist ein Werwolf. Hallo, Guide. Okay, wir müssen Slime besiegen. Das ist die erste Quest. Und sie... Ah. Sind gierig nach Fleisch. Killerschleimchen. Wir sehen fast nichts. Machen wir mal an. Das Licht an, bitte. Und wir sterben. Nicht. Schon ganz am Anfang solche Probleme. Shit, was ist denn mit denen los? Man kann es nicht so schlecht treffen. So. Okay, die Map ist Level 3. Cooldown, geh weg. Noch 24 Sekunden. Der Cooldown von den Tränken ist schon hart. Und es ist Nacht. Scheiße, ja, stimmt. Wir haben ein Haushasi. So. Dann eine... wie kommt der... Wie ist der reinge... Der ist gespawnt hier. Mist. Oh nein, die kommen oben drüber. Mist. Ja, jetzt können wir hier oben nochmal so ein Crafting Table machen. Oh je. Aber jetzt machen wir einen guten Platz, der ringsum. So. Machen wir noch ein bisschen platt. Schon besser. Oh je. Da müssen wir wirklich besser aufpassen, damit wir nicht immer wieder sterben. So, Dele, also, Ofen. Und einen Amboss. Da haben wir noch das bessere Erz. So viele Sterne kommen runter. Richtig geil. Tungsten. Machen wir eine Tungsten-Spitzhacke. Ist viel besser. Kann mein Meteorit. Cool. Dann noch eine Lidhose. Und einen Kopferhelm. Eine Kupferrüstung haben wir noch nicht. So.